Oh, was ist jetzt los? Geboren im Schnee, Spezialtraining auf dem Drachengrat? Was haben wir hier, geboren im Schnee? Was ist diese Mission? Ein Schneemann bauen? Interessant. Position des pummeligen Schneemanns. Interessant, interessant. Was ist die andere Mission? Spezialtraining auf dem Drachengrat. Interessant. Hier haben wir wirklich einiges zu tun auf dem Drachengrat. Aber einiges, was wir bis jetzt noch nicht machen können. Okay. Das war ja erst der erste Teil des großen Ganzen. Also gut, das war erst der erste Teil des großen Ganzen. Wie sieht es jetzt hier aus? Die nächste Mission ist ja erst ab dem 1. Dezember erhältlich. Was ist das, Alka-Hess? Spezielles Verfeinerungsmaterial für die Zinnoberspindel. Okay, was machen wir jetzt als allererstes mal? Ich denke mal, geboren im Schnee. Wir schauen mal nach dem pummeligen Schneemann. So, die Position des pummeligen Schneemanns ist gleich da vorne. Ich weiß da noch nicht so ganz, wie wir dadurch ein Schwert kriegen sollen. Aber hey, winterliche Aktivitäten hier und dort sind nicht verkehrt. Wenn wir ja sowieso noch Informationen sammeln müssen. Über Albedos Zwilling. Oder vielleicht die erste Version von Albedo. Dann könnte das Ganze vielleicht theoretisch so eine Data- oder Lore-Geschichte sein. Aus Star Trek das nächste Jahrhundert. Da war ja Data ja sowieso auch die idealere und natürlich auch gute Variante gewesen. Wäre natürlich sein Bruder, der vor ihm erschaffen wurde, naja, böse war. Während des Spezialtrainings auf dem Drachengrad kannst du verschiedene Schneemann-Komponenten erhalten. Mit diesen Komponenten kannst du im Lager pummelige Schneemänner bauen. Du kannst diese Komponenten auch an deine Freunde schicken. Mhm. Zu den Schneemann-Komponenten gehören Schneemann-Köpfe, Hände, Hüte, Augen, Nasen, Schals. Du musst zuerst einen Schneemann-Kopf setzen, gefolgt von einem Schneemann-Hut, Schneemann-Augen, einen Schneemann-Nase und nicht zuletzt den Schneemann-Schal. Vervollständige mehrere pummelige Schneemänner, um die entsprechenden Belohnungen zu halten. Während die Aktion läuft, aber auch dann, wenn die Aktion beendet ist, kannst du Schneemann-Rümpfe und Schneemann-Komponenten, die du erhalten hast, in deine Kanne der Vergänglichkeit bringen. Ja, gut. Und wo ist jetzt der Schneemann? We should look for a place to take shelter. I'll be fine, but we don't want you catching a cold. Ah, hier ist der pummelige Schneemann. Verdammt nochmal, wir brauchen den auf ein Spezialtraining von Drachengrad. Na gut, Spezialtraining Drachengrad. Dann legen wir mal los, um die Komponenten zu finden. Warte, da machen wir jetzt erstmal kurz was falsch. Zuallererst mal holen wir uns Urgestein ab. Zur Herausforderung. Gewandtheitstraining, Schnellabstieg. Herausforderung 1. Um dann erst auch einen pummeligen Schneemann zu bauen. Beginnt. Go, go, go.
Aktiviere die Vorrichtung, um das spezielle Gewandtheitstraining zu starten. Sobald das Training begonnen hat, folgst du den Anweisungen, um die Rennstrecke zu beharren. Segen erscheinen manchmal während deines Rennens. Windsprung verbessern die Sprungkraft deiner Figur. Mit einem Eisenhautsegen kann deine Figur die Eissäulen um sie herum zerbrechen. Die Punkte, die du für das Spezialtraining erhältst, richten sich nach der verbrauchten Zeit und Anzahl der Abenteurer und Eroberungsabzeichen, die du während des Trainings erhalten kannst. Einige Abenteuerabzeichen werden an bestimmten Stellen der Rennstrecke versteckt sein. Achte darauf, wo sie sind und sammle sie ein. Was jetzt? Ich denke mal, wir sind ziemlich langsam. Ah, nein, nein, nein! Ah, verdammt nochmal! Wieso kommen wir da jetzt nicht rauf? Das wird ja so gar nichts. Oh nein! Solidify. Illusion shattered. Torn to oblivion. Careless. Stabilize. This is order. There is no escape. Verdict is... Hä, was soll... Light out. Illusion shattered. Gather. I will have order. Shine down. Time for retribution. Stabilize. This is getting it. This is order. Okay, das wurde jetzt wirklich hier ziemlich interessant. One man's stone is another. Aber das beantwortet jetzt eigentlich noch nicht meine Frage, ob ich jetzt hier das Ganze richtig beendet habe. Oder nicht. Also, irgendeine Belohnung haben wir hiervon gekriegt. Oh, wir haben sogar alle Belohnungen gekriegt. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Warte mal, erst in einem Tag verfügbar?
Okay, dann haben wir noch andere Belohnungen hier. Fährtensuche. Dadurch kriegen wir dann wenigstens ein Kopfkatzenwunder. Also gut, jetzt müssen wir Fährten lesen. Auf zur Herausforderung. Verfolgen wir das Ganze mal. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht wenigstens einen Schneemann zusammengebaut kriegen würden. Also gut. Wieso sehen wir jetzt hier eigentlich ein Achat-Symbol? Oh, weil da oben auch wirklich eins ist. Aber wie kommen wir an das Teil da ran? Okay, mit Song Li haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit, eine etwas größere Distanz zu erreichen. Okay, und jetzt sehe es doch eigentlich aus, als würde hier irgendwo auch noch ein weiterer sein. Natürlich unter Schnee begraben. Okay, finde alle Eiskristallhaufen im Trainingsgebiet und schmilze sie, um diese Fährtenlesetraining abzuschließen. Ja, sorry, ich muss mich mal kurz hier aufwärmen. Ja, stimmt ja, wir könnten jetzt natürlich auch mal wieder die Drachengrad-Szene einsammeln. Gute Frage, nächste Frage, ob ich jetzt überhaupt wüsste, wo ich die finden könnte wieder. Ach Menschenskinder, jetzt geh kaputt. Gut, dann können wir jetzt gleich die Spurensuche ja weiter aufnehmen. Aber erstmal stopp. Und da wären wir auch mal wieder da. Es war nicht allzu wichtig gewesen. So, jetzt müssen wir erstmal erneut das Eis finden. Warte mal, war das andere Eis nicht hier gewesen? Oh, warte, da drüben ist er, sagt noch mehr Eis. Eis, Eis, Eis. Erzähl mir keinen Scheiß. Wir wollen doch bloß das... Nein, andere Seite, du Idiot! Okay, wir brauchen dringend mehr Eis. Oder besser gesagt, mehr Feuer. Ha!
Wir haben gerade mal 7 Eiskristalle gefunden. Wo zum Henker ist denn jetzt hier der letzte Eiskristall? Oh, da drüben. Gut, diese Herausforderung hätten wir damit mal abgeschlossen. Oh, Baumaterial haben wir auch gekriegt. Und jetzt zur nächsten Herausforderung des Fährtenlesens. Und das mal so schnell es nur gehen kann. Warte mal, da unten? Na gut, ist ja gut. Kann ich dazu bloß sagen. Ist ja gut, ist ja gut. Wir finden hier genügend interessante Materialien. Allerdings muss ich jetzt erstmal meine Truppe ein bisschen umändern. Rosaria muss jetzt erstmal hier raus. Xing Yang muss rein. Oh yeah, rock on! Ist halt notwendig. Wenn wir Eis zum Schmelzen bringen müssen, dann brauchen wir halt mehr Feuercharaktere. Mehr Pyro-Elemente. Okay. Ich sehe jetzt hier schon so eine blöde Magierin herumschwirren. Okay, das wäre Nummer 7 von 8. Nummer 7 von 8, Nummer 7 von 8. Oh, jetzt dreh dich um! So, die nächste Herausforderung wäre damit auch abgeschlossen. Also, wie sieht's jetzt aus? Haben wir schon mal ansatzweise gute Materialien für den Schneemann gekriegt? Diese Mission ist... Warte mal, das ist falsche Mission? Ein spezielles Kampftraining, das von der Abenteuergilde vorbereitet wurde. Dort sagte man, dass der Einsatz eines Köders viele Gegner anlocken sollte. Der im Lager angebrachte Köder stand im Zustand Kältequelle, was dazu führt, dass der Gegner in der Umgebung in bestimmte Intervallen verstärkt und die Rate erhöht, mit der deine Figur bittere Kälte ansammelt. Okay, dafür haben wir jetzt 2 Missionen zur Verfügung. Find ich nicht verkehrt. Aber nun muss ich jetzt erstmal auch wieder einen klitzekleinen Stopp machen. Also, bis gleich, liebe Leute von heute. Bis gleich. So, und da wären wir jetzt erstmal wieder hier, um dann erstmal die letzten 2 Aufgaben zu erledigen, die er sagt, heute so auf dem Plan stehen. Bei diesem neuen winterlichen Event. Und nicht mehr lange, dann dürften wir eigentlich auch den ersten pummeligen Schneemann auch hier bauen können. Die nötigen Materialien habe ich ja im Großen und Ganzen ja jetzt schon erhalten. Jedenfalls so... Okay, in dem Lager des Kampftrainings gibt es eine Ködervorrichtung. Ja, ja, ist ja schön und gut, wir wissen ja...
Ach, ich denke mal, das kriegen wir auch so hin. Finde und trage den tiefroten Quarz, bla bla bla, um die Vorrichtung zu aktivieren. Warte. Ach so, das sind Wärmevorrichtungen. Ja, ja, ich stelle mich hier gerade auch wirklich ein bisschen zu dämlich an. Oh, das ist auch zu dämlich. Solidify. This is order. Illusion shattered. Torn to oblivion. Amp it up. Verdict is. Was? Wieso ist die Herausforderung jetzt gescheitert gewesen? Habe ich da irgendwas jetzt noch übersehen? Shine down. Burn. Order guide you. Stabilize. Irgendetwas muss ich jetzt hier wohl übersehen haben. Hä, wieso? Habe ich den Quarz nicht aufgesammelt? There is no escape. Ah, ich habe die anderen Gegner damit angegriffen. Shine down. Stabilize. This is order. Solidify. There is no escape. Okay, diese Mission scheint der Sack wohl. Aus unserer Sicht her nicht gerade sehr gut machbar zu sein. Order guide you. Stabilize. Shine down. Power core. Verdict is. Amp it up.
is order. Feel the beat. There is no escape. Now you shall perish. Okay, okay, okay. Jetzt kriegen wir es so langsam sicher. Shine down. Auf die Reihe. This is order. Stabilize. Torn to oblivion. Burn. Order guide you. There is no escape. Amp it up. Alter Schwede, alter Schwede. Irgendwie. Time for retribution. Läuft das jetzt wohl doch ein klitzekleines bisschen komplizierter ab als erwartet. Aber die Herausforderung hätten wir jetzt abgeschlossen. Okay, die erste Herausforderung des Kampfes haben wir beendet. Also das ist jetzt doch ein bisschen anspruchsvoller als ursprünglich gedacht. Also gut, nächste Herausforderung. Das weitere spezielle Kampftraining kann somit gleich beginnen. So, vielleicht sollten wir dann jetzt auch vielleicht mal überlegen, zuerst die Wärmeöfen zu aktivieren, bevor wir erstmal die Hauptmission starten. Wäre vielleicht in derlei Hinsicht keine schlechte Idee. Tja, läuft jetzt wirklich um einiges besser, wo ich die Gebrauchsanweisung erstmal richtig verstanden habe. Burn.
no escape. Solidify. This is order. Tja, und wir haben sogar noch genügend Zeit auf der Uhr. Shine down. Inazuma shines eternal. Order guide you. Shuratante. Tja gut, die nächste Kampfherausforderung haben wir gemeistert. Meisterhaft. Naja, eigentlich nicht sehr meisterhaft, aber wenigstens ansatzweise meisterhaft. Tja, und damit hätten wir dann jetzt erstmal die Möglichkeit, einen pummeligen Schneemann zu bauen. Pummeliger Schneemann Nummer 1. Deine Fertigstellung, dafür sind wir gleich bereit. Und danach könnten wir theoretisch nochmal versuchen, ein oder zwei Gebete zu sprechen. Was? So, Schneemann Kopf, Hände. Einen Hut haben wir anscheinend wohl nicht. How do we attract more folks in this weather? Right. How about we stage a rock till you drop snowstorm endurance challenge? Tja, perfekt. Ich würde mal sagen, das ist es. Wir haben einen Schneemann. Tja, damit hätten wir jetzt schon mal unseren Schneemann. Einen pummeligen Schneemann haben wir dann gleich mal hier. Diesen pummeligen Schneemann fotografieren wir gleich mal hier. Mit Xing Yang im Bild ist es ein bisschen unpraktisch und schön, aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben dann jetzt also das Schwert Zinnoberspindel erhalten. Erhöht den mit Elementarfähigkeit verursachten Schaden um 40% Verteidigung. Dieser Effekt erlischt 0,1 Sekunde nach dem Verursachen von Schaden mit der Elementarfähigkeit 1,5 Sekunden ab. Klingzeige. Ein Schwert aus Materialien, die nicht in diese Welt gehören. Die Kraft daran könnte sogar der Korruption eines Giftes widerstehen, das einen mächtigen Drachen setzen könnte. Interessant. Gut, damit hätten wir schon mal einen Schneemann fertig. Fehlen also noch ein paar weitere. Aber bis dahin dauert es jetzt leider noch ein bisschen. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Alka Hest? Da können wir schon mal ein bisschen was eintauschen. Um dann die neue Waffe schon mal anzufangen. So, wo hätten wir denn jetzt unsere neue Waffe? Hier unten, die Zinnoberspindel. Details.
Okay, den ersten Verfeinerungsgrad hätten wir dann mal. Stufe 20 wäre auch schon mal bereit. Die nächste Version dann sowieso. Tja, sieht damit schon mal nicht schlecht aus. Das Schwert Zinnoberspindel haben wir dann schon mal ein bisschen gut angepasst. Ach ja, es hätte ja schon gut passen können. Aber leider ja noch nicht so ganz. Aber gut, wir sind ja immerhin ja noch nicht am Ende unseres Schaffen, unseres Tuns hier angekommen. Denn es gäbe ja immer noch einiges, was wir ja erledigen könnten. Sobald natürlich die nächsten Tage ja kommen. Ansonsten am 1. Dezember geht dann das Event hier auf Drachengrad in die nächste Runde. Und damit sage ich dann jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Wenn wir zu neuen eisigen Abenteuern hier in Drachengrad aufbrechen werden. Bis dann und ciao.